unglaublich. Also die Sonne, weißt du, Sonne, heiß runtergeschienen. Also ganz, das ist die gleiche Sonne, aber eine ganz andere Hitze, eine intensivere Hitze, weißt du? Das ist wie mit der Liebe in Italien. Also auch, ist die gleiche Liebe, aber da irgendwie wirkt es besser. Ja? Und ich muss sagen, in mir ist was vorgegangen. Ich muss sagen, ich bin angelaufen. In meiner Haut hat es kribbelt. Eine unglaubliche Atmosphäre. Und dann habe ich gemerkt, ich kriege Sonnenbrand. Bin ich dann rein in den Kiosk und dann alles geht. Alles, Sonnenöl, Sonnenmilch, Sonnencreme, alles, was man so, sich sonst so vorstellt. Bin rein, die sind super sortiert. Und da habe ich die beste Sonnenmilch in meinem ganzen Leben. Habe ich da gefunden. Einwandfrei. Batida di Coco. Weißt du, das hast du nicht nur äußerlich einreiben können, das hast du auch innerlich anwenden können. Ich habe mit Nevea nicht den annähernd gleichen Geschmack gefunden. Also man sagt, da tue ich ein bisschen Zitronen ein oder Pfefferminzblättchen oder so, ein bisschen Zucker dazu. Schmeckt nicht annähernd so gut und die Wirkung ist auch nicht so. Und ich komme dann raus und sehe plötzlich im Sand Abdrücke von Füßen. Ich denke, wie kommt das da? Abdrücke von Füßen. Und es waren die Füße, die zum gleichen Körper gehört haben. Das hast du gleich gesehen, weil der große Zeh war innen. Wenn er rausgewehen wäre, wäre wahrscheinlich zwei Wege, die nebeneinander hergekupft sind. Und ich bin dann hinterher, weil ich hab gleich gewusst, das muss es sein. Wenn ein Mann solche Spuren sieht, dann wird er hellsichtig. Er sieht genau, wo ist sie nachgegangen. Was hat sie an Gewicht? Hat sie einen Hüftschaden? Ja oder nein? Und ich bin noch hinterher und immer wieder ist die Welle reingespült. Und hat ein bisschen was verdeckt und ich bin weitergelaufen und habe sie wieder gefunden. Und bin gerannt an dem Strand entlang und komme plötzlich an eine Badematte und da höre die Spur auf. Aber auf der Badematte ist keiner gelegen. Und drunter auch nicht, die haben ja geguckt. Nur ein Buch ist da gelegen. Ein Buch mit der Aufschrift Schildläuse natürlich bekämpfen. Ich kann euch nicht sagen, was in mir vorgegangen ist. Ihr habt gewusst, das ist sie. Die wird auch mit Männern pfleglich umgegangen, wenn auch die Schildläuse eine Chance hat. Ich habe das Buch angenommen, ich habe es aufgemacht mit zitternden Händen. Guckt, ob ein Name drin steht. Und tatsächlich, da steht ein Name. Gerda aus Butzenbach. Und seit diesem Tag suche ich diese Gerda. Ich habe das Buch dabei und die Matte, aber die Gerda habe ich nicht gefunden. Ich muss sagen, vielleicht hat die Gerda irgendjemand dieses Buch gegeben. Oder sie ist selber gewesen. Eleonore, wo bist du im Urlaub gewesen? Gar nicht weg gewesen. Aha. Und wie lange ist das gegangen? Und dann bist du wieder hergekommen und da war die Erholung vorbei. Das letzte Mal im Urlaub, wo warst du da? In Texas. In Texas? Ja, kann auch sein, dass ich nach Texas gefahren bin. Gerda aus Butzenbach. Weißer Strand, eine Spur. Den Strand entlang. Ich frag, wo führt sie hin? Schritt um Schritt folge ich ihr nach und Gerda aus Butzenbach. Nie war sie gesehen, niemals fand ich sie. Ist das auch der Grund für diese Sympathie? Wo? Franzi, heißt sie Kerstin oder sonst wie, oder doch Eleonore. Komm mit mir nach Haus, sei dann für mich ein Herzass, ich folge dir dann.